bin ich denn? Na moin. Komm rein, dann schieß mich ein. Soll ich dich massieren während der Fahrt? Oh, das wäre natürlich ein Traum. Ist, damit du... Kann ich mich auch hinlegen? Na, fahr ich halt. Führerschein habe ich mit, das ist jetzt nicht so schlimm. Du sagst ja nur, wo ich anhalten muss und wohin ich werfen muss, damit ich einen 1,30 Meter fange. Wir sind auf dem Weg zum ersten Spot. Unser Ziel ist heute, einen richtig dicken Fisch zu fangen. Dafür ist Norman zuständig. Der kennt die Müritz wie seine Westentasche. Und Norman, wie gehen wir denn vor heute? Wir werden heute auf jeden Fall wieder Plateaus ansteuern. Heute haben wir auf jeden Fall Drift. Gestern war es ein bisschen schwierig mit den Windbedingungen. Heute sieht es ganz gut aus. Wir kriegen heute Nachmittag einen Wetterwechsel. Es wird windig und es kommt ein Tiefdruckgebiet. Und da bin ich auch ganz guter Dinger, denn bevor das Wetter umschlägt, da werden die Hechte auf jeden Fall nochmal fressen. Und dann werden wir uns einen holen. Ja, die nächsten Tage wird es ja auch richtig kalt. Ne? Das bedeutet, die Fische hatten jetzt warmes Oberflächenwasser. Das wird ein bisschen durchmischt. Also hoffen wir, dass sie in Beißlaune sind. Und dass wir auf jeden Fall einen dicken Fisch über den Meter versuchen anzubekommen. Wir fischen Dentist Cast, Beast Boat, größere Köder. Was zwischen 18 bis 25 cm und bieten den Hechten mal dicke Happen an, dass sie jetzt vor der kalten Zeit nochmal ein bisschen was fressen können. Ihr seid dabei. Quick Jig Screw in the house. Für mich persönlich muss auf jeden Fall immer der erste Drilling über den Bait schauen. Also generell sind eigentlich große Drillinge immer cool, weil die greifen, groß sind und große Fische fangen. Nee, aber große Drillinge sind meiner Meinung nach auf jeden Fall wichtig. Da gehen die Meinungen aber auch auseinander. Aber meine Fehlbissquote bei großen Ködern ist eigentlich sehr gering. Eingesackt, Alter. Petri. Yes. Erster Fisch. 80 wird er haben. Es hat auf jeden Fall nicht lang gedauert. Der erste Fisch, 88 cm. Die Quick Jig Screw hat auf jeden Fall super gearbeitet, hat super ausgelöst. Hostage Valley Lure, 22 cm. Ultra geil. Richtig geiler Biss. Geiler Drill. Auch wenn ich zu oft geil sage, aber es ist vielleicht das Adrenalin. Dentist, Karst, what else? Und der nächste Fisch kommt geschwind. Das Stück Kraut gehabt, ne? Und die Hechte standen ja immer so. Norman ist im Drill mit der Riesenboot Karst. Eingenetzt. Der kam gut auf volle Wurfdistanz. Und Anhieb hat gesessen. Natürlich war ich wieder beim Geschichten erzählen, aber als der Biss kam, da war der Knüppel oben und geiler, sauber gehakt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, mein Freund. Fisch hat 96 cm, ist somit über ein Entnahmefenster und kommt schnell wieder zurück. Thank you.
Gas der nächste. Also heute scheint ein guter Tag zu werden. Auf jeden Fall kampfstark, so ein 60er. Wie Tim heute schon erzählt hat, angeln wir heute halt mit größeren Ködern. Ich habe jetzt hier einen 20er Chat drauf. Konnte eben den 96er fangen und jetzt ist hier so ein 60er eingestiegen. Wir mal schnell rausholen den Burschen. Scooby-Doo! Wie man sieht, ein verödeter Kiembogen, also der Hecht, der wurde schon mal gefangen, Kieme rausgerissen. Hechte sind doch echt widerstandsfähig und hat auf jeden Fall gut verkraftet und lebt und frisst weiter. Ja, dann werden wir nicht viel Zeit vergeuden. Wir sind gerade mitten im Beißfenster, das ist jetzt der dritte Fisch in einer halben, dreiviertel Stunde. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar bekommen. Alter, der Power. Auf jeden Fall ein guter Kämpfer. Oh, schöner Hecht. Auf jeden Fall auch 90. Yes. Yippie, yippie, yay. Petri. Petri. So, das ist der nächste gute Fisch. Auf der Beast Boatcast. Da ist er, auch wieder ein guter 90er. Voll genommen, den Köder. Wieder auf voller Wurfdistanz. Draufgeknallt, gut gekämpft. Der Ruder hat sauber gearbeitet. Und dann hat er hier auch eine richtig fette Verletzung. Keine Ahnung, wie das gekommen ist, aber hier ist so richtig, als wenn da irgendwas draufgeschlagen wurde. Also ich glaube nicht, dass er eine Bissverletzung ist. Sieht jedenfalls sehr hier auch am Kiemendeckel. Entweder hat den wirklich ein ganz großer Hecht im Maul gehabt und hat den einmal so durchgeschüttelt. Oder er war im Netz oder so, keine Ahnung. Kann auch sein, dass der im Stellnetz hing. Auf jeden Fall hat der ein bisschen gelitten, aber gut im Futter. Wird, denke ich mal, nächstes Jahr nicht mehr viel von zu sehen sein. Direkt wieder den Bait getauscht auf in Hostage Valley und bam, 2000 Euro. Nächster Fisch, Dentist Cast, richtig straff, also der Drill war richtig gut, aber Bremse war zu, konnte keine Schnur nehmen, abgefedert, sehr schön. Echt geil. Sehr schön, geil, geil. Läuft, läuft dann. Läuft. Das ist sehr schön. Ist ein bisschen matschig. Unsere Schleimhände gegenseitig abwischen. Dieser harten Sonne ist natürlich auch wichtig, sich immer ein bisschen zu schützen, weil wenn man nach 2-3 Stunden richtig Sonnenbrand hat auf den Händen und an den Armen, dann lässt sich natürlich unentspannter fischen. Da packt man sich natürlich auch immer ein bisschen ein. Sieht zwar aus, als wäre es draußen todeskalt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn man länger fischen will. Ich will noch mal ein bisschen eingehen auf die Vor- und Nachteile bzw. die Unterschiede zwischen einer Stationärrolle und eine Baitcast-Rolle, also Statio BC. Ich liebe natürlich BC-Rollen, ich fische vorwiegend nur BC. Und für mich sind einfach die signifikanten Vorteile, dass ich ermüdungsfreier fischen kann, also für die Rolle, weil es auf einer Achse liegt. Der nächste Punkt ist natürlich beim Werfen, wenn ihr einen ganzen Tag schwerere Köder fischt, vielleicht noch nasse Finger habt, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit die Schnur immer über euren Zeigefinger drüber laufen lassen. Irgendwann nach 1000 Würfen ist einfach der Finger durch und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ein weiterer großer, klarer Vorteil ist, dass man auf viele Würfe Zeit spart, wenn man nicht immer den Bügel rumklappen muss. Na? Man macht wahrscheinlich von 1000 Würfen kann man so 15, 20 Würfe mehr machen, wenn nicht sogar auch
den einen oder anderen mehr und spart dadurch Zeit. Die Vorteile zur Statio sind natürlich, dass wenn wir Gegenwind werfen und wir vielleicht nicht ganz so geübte Baitcast-Werfer sind, dass wir öfter mal einen Backslash bekommen, dadurch einen Köder verlieren. Oh nein! Und ganz klarer Vorteil im Winter, wenn es kalt ist, aufgrund dessen, dass die Schnur hier immer so abspult und man die Hand drauf hat, ist definitiv immer die rechte Hand nass. Wenn natürlich draußen Minusgrade sind oder es kälter ist, habt ihr natürlich immer kalte Finger. Und das sind so die größten Vor- und Nachteile. Alles andere sind meistens persönliche Befindnisse. Wenn es ums Durchkurbeln geht, liebe ich es einfach mit der BC. Es ist einfach für mich persönlich viel entspannter und jeder Wurf macht für mich tatsächlich mehr Spaß als mit einer Statio. Wir haben bei beiden Routen, bei der Statio und bei der Karst, den gleichen Blank verbaut. Vom Material her die gleichen Ringe. Natürlich sind bei einer BC immer andere Ringe verbaut. Rollenhalter bei BC ist der Fuji Pulse, bei der Statio der Fuji VSS Rollenhalter. Aber sonst haben wir fast gleiche Komponenten verbaut. Natürlich ist der EVA hier vorne anders bei der Statio. Keine Kontergewichte, sonst sind beide Routen identisch. Also wenn ihr die Statio habt und wollt die BC haben oder andersrum, wisst ihr auf jeden Fall, was ihr für eine Route bekommt. Jetzt scheint die Sonne, wir haben wieder ein bisschen Wind. Wir hoffen, die Hechte werden ein bisschen aktiver. Wir hatten eine kurze Flaute. Der Guide meint blau-weiß. Wenn du mal nicht weiter weißt, fisch doch mal blau-weiß. Warte. Ich sehe es gerade nicht. Es sieht gerade aus, wäre es ein großer. Hängt. Badly hooked. Obwohl, der hängt eigentlich relativ sicher. Ich sag doch, Rügenhering, Sonne, klares Wasser. Hab die Farbe umgestellt. Etwas natürlicher. Und direkt kam der nächste Fisch. So kann es weitergehen. Wir haben Bock. Und der Boy darf wieder schwimmen. Fisch! Eieieiei. Der Norman hätte sich gerade fast gepürst. Wir sind jetzt im Bereich gefahren, wo wir gesehen haben, dass hier die Oberfläche gekräuselt ist, also etwas Wind ist. Auf den anderen Spots hatten wir gar keine Kontakte mehr, beziehungsweise auch gar keine Drift. Und jetzt haben wir auf den Curly Tail gewechselt. Oder ich. Und da kam der kleine Scheißer. Aber Fisch ist Fisch, Hecht ist Hecht. Norman, seine Hände riechen nach Hecht, meine nicht. Danke fürs Abhaken und jetzt kommt ein Dicker. So, wir sind jetzt mal eine Etage tiefer gefahren ins Freiwasser, sind jetzt auf 10 Meter. Haben jetzt wirklich erst die ersten Würfe gemacht. Und hier da ist jetzt nicht der Freiwasserhecht, den man sich so vorstellt, aber es ist ein Hecht. Und der hat auf den Bait, wo wir den Namen nie kennen. Ja. Wenn ihr den Namen kennt, schreibt den mal in die Kommentare drunter, weil war wohl ein Ladenhüter. Ach, makellos. Ultra schöner Fisch. Hübsch ist er, keine Frage. Wenn der mal 10 Kilo wiegt, das ist eine Ultraschönheit. Der hat auch mega Glück gehabt mit seinem Auge. So, hier ist nochmal der Gummi. Also ich weiß selbst nicht mehr, wie der heißt. Und wir verlosen zwei Packungen Goofies und von dir eine Packung Sheriffs für den richtigen Namen. Der erst als erster in die Kommentare reinschreibt, unter dem Video, welcher Gummi das ist. So machen wir das. Spontan Gewinnspiel. Wir fahren in den Hafen zurück. Wir hatten einen super geilen Angeltag. Heute Morgen ging es richtig gut los. Jeder hat ein paar dicke Fische gefangen. Dann später hat der Wind ausgesetzt und wir haben es noch im Freiwasser probiert. Haben noch den einen oder anderen Fisch bekommen. Trotzdem war es mal wieder ein sehr geiler Angeltag mit dir, Norman. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall nicht das letzte Mal bei dir auf dem Boot gewesen. Hoffentlich. Das klingt auf jeden Fall gut. Ja. Nur im Anschluss, du hast gesagt, es war ein guter Tag.
Genau, und du musst sagen jetzt, dass du dich freust, wenn ich nochmal wiederkomme. Siehst du, er bringt es nicht über die Lippen, also. Er will es doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber er glaubt mir nicht, wenn du da mit was.